schmerzlos Wuchsupdate vom Ackerschachtelhalm. Ich habe ja den schon hergezeigt, praktisch aus Sporenpflanze, weil er ja als erst nicht das Grüne rauskommt, sondern so eine Stange mit Kopferl drauf, wo Sporen rauskommen. Und dann kommt eben das Grün. Mir geht es jetzt darum, wie ich den damals hergezeigt habe, war er noch ziemlich jung. Der kann eben auch relativ groß werden und jetzt ist er ausgewachsen. Ungefähr, ja, das sind 40 cm Exemplare, also das da, was ich da in der Hand habe, und auch das da dahinter. Es bleibt dabei eigentlich essbar da ungiftig, aber also eine Hausname ist ein Scheuerkraut, ja, also mit dem haben sie früher die Kupferkessel praktisch ausgescheuert. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, es ist nämlich ein hoher Anteil an Kieselsäure drinnen. Ich denke, dass die Kieselsäure Kristalle sind, die was, wenn wir das jetzt eben viel essen würden, unseren Zahnschmelz angreifen kann. Falls das wer nicht gesehen hat, es gibt ja mehrere Schachtelhalme und der Sumpfschachtelhalm wächst ganz gern auch da, wo der Ackerschachtelhalm wächst. Ja, also da habe ich jetzt keinen gesehen, aber es kann eben vorkommen, dass Sumpfschachtelhalm mitten unter dem Ackerschachtelhalm steht. Ein gutes Erkennungsmerkmal ist für mich oder vielleicht für mich auch das Beste. Da sieht man das jetzt schön, weil die Pflanze schon ein dunkleres Grün hat. Diese erste, schaut mal, ich lege das jetzt da kurz einmal weg und dann zupfe ich da dran. Okay, nehme es wieder auf. Dieses erste Glied von diesen, das sind ja eigentlich keine klassischen Blätter, aber sagen wir einfach dazu, dieses erste Glied ist länger wie dieser Schaftabschnitt da, seht ihr das? Also da das Zipferl da, das Zipferl wäre im Hintergrund, ja, das erste Glied oder die ersten Glieder sind entweder gleich lang zumindest oder sogar länger. Da sehen wir, es ist länger. Beim Sumpfschachtelhalm ist es eben anders, nämlich da ist dieses erste Glied kürzer wie diese Scheide. Ja, also das würde praktisch da wahrscheinlich nochmal da die Hälfte weg und wenn es das dann dazu bedruckt, dann würden diese Scheidenzipferl über dieses erste Glied gut erkennbar drüber ragen. Okay? Ja, nach wie vor, also ihr könnt es jetzt noch brocken und das Teekraut brocken, trocknen oder weiß ich nicht, wenn ihr einen Kupferkessel daheim noch kocht, dann könnt ihr mit dem euren Kessel dann putzen, nach dem Gulasch kochen. Okay, also Ackerschachtelhalm kann auch eben groß werden, muss nicht, seht ihr, es sind da, ich meine da, cool, da kommen nochmal frische nach, ja. Also ihr seht, von der Größe steht da so ziemlich alles umeinander und so 40-45 cm ist da dann das Maximum. Und Herzchen, Kuckuck. Kuckuck, ja da.